bei. Es geht auch jetzt in der nächsten Debatte um die Verlängerung eines Bundeswehreinsatzes, nämlich den im Nordirak, im kurdischen Teil des Iraks. Die Bundeswehr bildet vor allem in der Stadt Erbil irakische Streitkräfte aus. Das sind nicht nur Soldaten des irakischen Militärs, sondern auch sogenannte Peschmerga-Kämpfer, also kurdische Kämpfer und auch solche der Volksgruppe der Jesiden. Gerade die Peschmerga erhalten für den Kampf gegen den IS auch Waffen und Militärmaterial aus Deutschland. Dieser Einsatz soll jetzt verlängert und die Zahl der Soldaten leicht angehoben werden von 100 auf 150. Kosten übrigens bis zum ersten bis Ende Januar 2017, also für ein Jahr, bei rund 35 Millionen Euro. Im Plenum spricht für die SPD-Fraktion deren stellvertretender Vorsitzender Rolf Mützenich. Zurückdrängung und insbesondere die Begrenzung der Ressourcen für den IS ein wesentlicher Bestandteil, um auch eine Situation herbeizuführen, dass der Irak und auch die gesamte Region eine Zukunft eben nicht mehr unter Krieg, nicht mehr unter einer militärischen Auseinandersetzung hat, sondern dass dort wieder Frieden einkehrt. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es richtig gewesen, dass Deutschland mit Ausbildung und mit Materialhilfe dort hilft, weil es sind nämlich insbesondere, und da haben wir ja damals unter uns auch mal zwischen Ihnen und zwischen mir, als wir über das Syrien-Mandat gesprochen haben, insbesondere, und ich glaube, darüber besteht auch Einigkeit, gerade die kurdischen Kräfte und auch die Peschmerga, aber ich sage auch klar PYD und auch in anderen Situationen an anderer Stelle andere kurdische Kräfte, die den IS massiv bekämpft haben. Aber politisch, und dies ist in dieser Debatte zu betonen genauso wichtig, ist es richtig gewesen, dass die Bundesregierung eine Konzentration auf diese Region gelegt hat, auf der einen Seite, aber politisch klargemacht hat, weil wir am Einheitsstaat Irak ein großes Interesse haben, dies nur mit Zustimmung der irakischen Regierung und über Bagdad genau das erreichen wollen, was wir mit anderen europäischen Partnern nämlich verlangen, gerade eine Ausbildungs- und Sicherheitssituation herbeizuführen, die das Überleben in dieser Region es möglich macht. Also mit der Regierung in Bagdad, mit den europäischen Partnern und dann insbesondere, und ich glaube, das ist auch der dritte Bestandteil dieses Mandats immer gewesen, in Tranchen, dass wir immer wieder überprüft haben und uns auch rückversichert haben, was passiert mit diesen Dingen, die wir geliefert haben, weil es sind ja nicht nur Waffen, es ist nicht nur die Ausbildung, sondern es ist Sanitätsmaterial und auch Schutzausrüstung. Auch dies gehört zu dem Bestandteil des Mandates mit dazu, militärische Teile, aber sehr stark eben auch die zivile Komponente. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch öffentlich darüber diskutieren. Und wir sind dazu berechtigt, weil der Deutsche Bundestag dieses Mandat erteilt, auch kritische Fragen in diesem Zusammenhang zu stellen. Und in der Tat, es hat gestern in der Fragestunde eine Rolle gespielt, aber auch in der Berichterstattung in den letzten Wochen, als eben Dörfer befreit worden sind, wie kurdische Kräfte auch dort vorgegangen sind. Und ich finde es richtig, dass die Bundesregierung hier auch mit den Partnern im Nordirak, mit der Regierung in Erbil nicht nur darüber spricht, sondern dass auch die Verantwortung von dieser Seite aus von Erbil auch genannt wird. Und wir haben ja auch alle die Briefe letztlich der Vertretung der Kurden im Nordirak bekommen, dass sie diesen Dingen nachgehen wollen. Weil das müssen wir. Ich glaube, es ist eine sehr unübersichtliche Situation. Aber entscheidend wird sein, dass es nicht einen weiteren Konflikt im Irak gibt. Ich habe eben über den Islamischen Staat gesprochen. Es darf nicht erneut zwischen Kämpfen der kurdischen Streitkräfte auf der einen Seite und möglicherweise eben arabischer oder eben auch Streitkräfte der irakischen Armee kommen. Es gibt schon genügend Konflikte und deswegen sind wir auch angehalten, diese kritischen Fragen mit den Verantwortlichen in Erbil zu diskutieren und genauso auch die Frage der offensichtlich geringen Zahl von unerlaubten Waffenverkäufen, die ja in den vergangenen Tagen Aufmerksamkeit bekommen haben. Deswegen unterstütze ich noch mal das, was die Bundesregierung, was der Außenminister hier gesagt hat und auch getan hat, dass er nämlich einen Vertreter auch der Regierung in Erbil ins Auswärtige Amt einbestellt hat und letztlich auch um Aufklärung gebeten hat. Und wir bitten Sie,
Herr Bundesaußenminister, dann die Erkenntnisse auch mit dem Deutschen Bundestag zu teilen. Und umso mehr, weil gerade die Bundesregierung im letzten Jahr nicht die Risiken verschwiegen hat für dieses Mandat. Und wir wussten um die Risiken, ist es ein Abwägungsprozess gewesen. Und deswegen ist es richtig, dass heute die Mehrheit meiner Fraktion in einem Abwägungsprozess der Vor- und Nachteile der Situation im Irak selbst, aber auch der Bekämpfung des Islamischen Staates zu der Überzeugung gekommen ist, genau wie die Bundesregierung, diesem Mandat, dieser Verlängerung zuzustimmen. Es ist verantwortbar und es ist verfassungsrechtlich und völkerrechtlich auch abgefedert, weil ich glaube, auch die internationale Gemeinschaft hier ein großes Interesse daran hat, dass Deutschland an dieser Komponente mitwirkt. Und wenn wir über das Mandat hier diskutieren, finde ich, gehört genau zu einer ehrlichen Debatte mit dazu, dass eben unser Engagement weit darüber hinausgeht. Es beinhaltet nämlich einen politischen und einen humanitären Ansatz. Und wenn wir hier in Deutschland, in Europa über die Flüchtlingssituation sprechen, sollten wir uns vor Augen führen, 1 Million Flüchtlinge sind im Nordirak dort in Flüchtlingslagern, in Dörfern, in Städten untergekommen bei einer Gesamtbevölkerungszahl von 5,4 Millionen Menschen, die im Nordirak leben. Was das für dieses Land bedeutet, kann sich jeder ausmalen, allein weil wir die Situation mittlerweile auch in Deutschland kennen. Deswegen ist es richtig gewesen, dass auch mit diesem Mandat politisch und humanitär verknüpft ist, dass wir mit deutscher Finanzhilfe den UNHCR, das Rote Kreuz, aber auch den Roten Halbmond. Wir verschließen nämlich nicht die Augen davor, genau in die Lage versetzen, der dortigen Administration unter die Arme zu greifen, mit dieser Flüchtlingssituation im Nordirak umgehen. Deswegen bin ich dankbar, dass der Deutsche Bundestag eben mitbeschlossen hat, dass Deutschland der drittgrößte bilaterale Hilfsgeber gerade gegenüber der Hilfe im Nordirak ist, nämlich mit den Schwerpunkten Ernährung, Wasser, Winterhilfe und Gesundheit. Und der zweite Punkt gehört genauso mit dazu in einer Debatte. Wir wollen uns gerade auf die Gebiete konzentrieren, die vom IS befreit sind, weil das ist die entscheidende Legitimation, dass eben der IS nicht zurückgeht, dass die Bevölkerung von einer indirekten Unterstützung gegen den IS ablässt. Und deswegen ist es richtig, dass das Außenministerium 5 Millionen in die Hand genommen hat im Jahre 2016 für die Unterstützung und das BMZ 10 Millionen. Dennoch sage ich auch ganz deutlich, ich könnte mir vorstellen, dass das BMZ aufgrund der Situation des Budgets auch vielleicht noch mehr in die Hand nehmen könnte in diesem Zusammenhang, weil es ist politisch entscheidend, dass wir das in diese Richtung tun. Und deswegen, weil wir ein Interesse an der Situation haben, müssen wir auch über die politischen Verhältnisse insgesamt im Irak sprechen. Und da geht es darum, dass wir uns Sorgen machen im Nordirak über die Verhältnisse der unterschiedlichen politischen Gruppierungen, der kurdischen Gruppen dort. Wir diskutieren das nicht nur hier in Deutschland, sondern auch an anderer Stelle. Und natürlich auch die Legitimation der nordirakischen Führung. Ich finde, das gehört dann zu einer ehrlichen Debatte mit dazu. Aber auch die Situation in der Hauptstadt Bagdad ist nun nicht gerade eine Situation, die eine Aussicht darauf hat, dass wir in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten davon sprechen können, endlich kommen diese Gruppen wieder zusammen. Leider ist immer noch, obwohl Ministerpräsident al-Abadi alles unternimmt, sozusagen mehr Gruppen in seine Regierung aufzunehmen, es nicht gelungen, entlang ethnischer, konfessioneller Grenzen diese Spaltungen letztlich gerade im Parlament oder in der Regierung zu überwinden, obwohl, und ich glaube, auch das ist mein Eindruck, und ich hoffe, ich teile es mit der Bundesregierung, dass gerade die Menschen endlich wollen, dass es nicht mehr diesen Spaltpilz letztlich im Irak gibt. Und auch dafür müssen wir politisch eintreten. Und auch das ist indirekt mit diesem Mandat, meine Damen und Herren, auch verbunden. Deswegen sage ich sehr deutlich, Aufmerksamkeit auf die politischen Verhältnisse in Bagdad umso mehr, weil wir immer noch damit konfrontiert sind, dass auch die dortigen Streitkräfte sehr korrumpierbar und im Grunde genommen viel stärker an einem solchen Zuwachs interessiert sind als einem Macht- oder Sicherheitszuwachs. Und deswegen auch mein Appell, ja, Ausbildung, ja, auch für die irakischen Streitkräfte, sie in die Lage zu versetzen, sozusagen den einheitlichen Irak auch abzubilden. Aber ich warne davor, über weitergehende Material und insbesondere Militärhilfe
bereits jetzt schon zu entscheiden, das wäre zu früh. Weil wir haben es in Syrien auch mit einer Situation zu tun, wie wir jetzt in den vergangenen Wochen immer wieder über Syrien gesprochen haben. Es sind die auswärtigen Mächte, die den Konflikt, der ja ohnehin dieses gebeutelte Land in den letzten Jahren immer wieder belastet hat. Es sind die auswärtigen Mächte, Saudi-Arabien, aber auch der Iran, die leider wenig dazu beitragen, dass eine Versöhnung möglich ist. Umso mehr, finde ich, muss der Westen daran arbeiten, muss auch Deutschland daran arbeiten, dass eine junge und, ich finde, zukunftsversprechende Generation, die auch vielleicht in Zukunft mal politische Verantwortung übernimmt, sich von den alten Traditionen leider des Konfliktes entfernt. Deswegen glaube ich, die Situation im Irak geht uns etwas an. Wir müssen sie mit Aufmerksamkeit verfolgen. Aber ich sage auch ganz offen, es wird noch eine lange Zeit dauern und wahrscheinlich werden wir noch öfter hier an dieser Stelle über den Irak sprechen müssen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Rolf Mützenich war das, meine Damen und Herren, für die SPD-Fraktion. Und als er ganz am Ende seiner Rede sagte, es wird noch eine lange Zeit dauern, dann nickte, das konnten Sie in dem Moment nicht sehen, der ihm zuhörende Bundesaußenminister Steinmeier. Weiter geht es in der Debatte jetzt mit Jan van Aken, dem außenpolitischen Sprecher der Linksfraktion. Jetzt kommt das Ergebnis zunächst. Auf Grundlage der Resolution 2100 aus 2013, 2164 aus 2014 und 2227 aus 2015 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 25. April 2013, vom 25. Juni 2014 und vom 29. Juli 2015, Drucksachen 18-7206 und 18-7366. Abgegebene Stimmen 574, mit Ja haben gestimmt 502. Mit Nein haben gestimmt 66, enthalten haben sich 6 Kolleginnen oder Kollegen. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Ja, das war also das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Mali. Von 574 abgegebenen Stimmen haben 502 Abgeordnete dafür gestimmt. Das ist eine sehr, sehr deutliche Mehrheit. Die 66 Stimmen sind die aus der Linksfraktion und noch einige wenige andere Abgeordnete aller Wahrscheinlichkeit nach. Jetzt geht es weiter in der Debatte mit Jan van Aken für die Linksfraktion. Ich meine das ganz im Ernst. Ich komme darauf gleich noch zurück, denn es gibt ja zwei sehr gute Gründe, diesen Einsatz abzulehnen. Erstens, treiben Sie mit diesem Militäreinsatz die Spaltung des Irak weiter voran. Und zweitens ist das Risiko, wie Sie ja gesagt haben, doch sehr, sehr hoch, dass die von Ihnen ausgebildeten Peschmerga für ganz und gar unschöne Dinge eingesetzt werden. Ich fange mit dem ersten Punkt an. Ja, ich bin mir sicher, mit jeder Stärkung der kurdischen Regionalregierung droht der Irak weiter zu zerfallen. Und das würde wiederum die Daesh-Terroristen noch stärker machen. Deshalb ist der Einsatz nicht nur falsch, er ist sogar richtiggehend gefährlich. Und ich finde, Sie haben das hervorragend hergeleitet. Wir alle wissen, warum Daesh, das ist der sogenannte Islamische Staat, warum Daesh in den letzten Jahren im Irak so stark werden könnte. Hören Sie sich das an, Herr Mützenich. Die konnten doch nur so stark werden, weil die sunnitischen Moslems über Jahre von der Zentralregierung in Bagdad komplett ausgegrenzt worden sind. Alle lukrativen Posten, all das gute Ölgeld, alles ging an die Schiiten und zum Teil auch an die Kurden. Aber die sunnitischen Regionen waren vollkommen ausgeschlossen davon. Alle einflussreichen Posten waren für Sunniten blockiert. Die Sunniten waren die Verlierer in dem neuen Irak nach der amerikanischen Invasion. Das ist der Ursprung der Stärke von Daesh. Da entstand natürlich ein extremer Hass, ein starker Hass, den haben wir beide erlebt, dort in der Region, ein großer Hass bei den Sunniten. Und das ist doch der Nährboden, auf dem Daesh jetzt so groß werden konnte. Darum gibt es in der sunnitischen Bevölkerung heute eine derart breite Unterstützung für diese Terrormiliz. Und darum sind wir uns doch alle an einem Punkt einig. Sie werden Daesh im Irak nur bekämpfen können, wenn es wieder eine inklusive, eine ausgewogene, eine faire Regierung in Zentralregierung in Bagdad gibt, in der alle Bevölkerungsgruppen, die Sunniten, die Schiiten und die Kurden, gleichberechtigt vertreten sind. Und Sie machen mit dem Militäreinsatz jetzt doch genau das Gegenteil. Sie greifen sich die eine Kraft heraus, die eine Kraft im Irak, die im Moment am lautesten sagt, wir wollen uns abspalten. Ihr Partner, der Präsident der nordirakischen Autonomieregion, Massoud Barzani, er sagt doch ganz klar, dass er die Abspaltung, dass er einen eigenen Nationalstaat möchte. Und da kommt jetzt Ihr Problem. Denn Massoud Barzani hat heute schon die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Abspaltung. Er hat die kulturellen Voraussetzungen für die Abspaltung. Das eine, was ihm fehlt, ist die militärische Stärke. Und die liefern Sie ihm jetzt frei Haus. Sie liefern die Waffen, Sie bilden seine Leute aus und damit
machen Sie einen katastrophalen Fehler. Sie selbst haben gerade gesagt, Herr Mützenich, wir alle hier haben doch ein großes Interesse an der Einheitsregierung. Wir haben den klassischen Fall, dass Sie politisch das Richtige wollen, die Einheitsregierung. Da tun Sie auch auf der politischen, diplomatischen Ebene viel dafür. Und ganz praktisch mit der Militäraktion unterminieren Sie Ihre politische Aktion. Da ist ein Militäreinsatz, der macht alles kaputt, was Sie politisch vorhaben und wollen. Und deswegen ein Riesenfehler. Lassen Sie die Finger davon. Ich will noch mal zum zweiten Problem kommen. Wissen Sie eigentlich, weiß irgendwer hier im Raum, wen genau Sie da ausbilden? Wissen Sie eigentlich, wo und von wem und wofür diese Peschmerge eingesetzt werden? Haben Sie auch wunderbar gesagt. Es gibt doch gerade Konflikte zwischen den beiden großen kurdischen Parteien im Nordirak. Die waren schon mal vor wenigen Jahren in einem blutigen Bürgerkrieg miteinander verwickelt. Das eskaliert gerade wieder. Und können Sie eigentlich ausschließen, dass die von Ihnen ausgebildeten Peschmerga in einem neuen Bürgerkrieg wieder eingesetzt werden? Oder können Sie ausschließen, dass die von Ihnen ausgebildeten Peschmerga heute schon zur Repression im Inneren von Barzani eingesetzt werden? Können Sie ausschließen, dass er bei der Folterung von Journalisten eingesetzt werden? Denn Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass die Menschenrechtsbilanz von Massoud Barzani ganz, ganz düster ist. Und können Sie eigentlich ausschließen, dass die von Ihnen ausgebildeten Peschmerga im Moment bei Kirkuk eingesetzt werden? Kirkuk, das ist die Stadt, die sich Massoud Barzani verfassungswidrig unter den Nagel gerissen hat und was natürlich massiv dazu beigetragen hat, dass der Konflikt mit der Zentralregierung in Bagdad weiter eskaliert ist. Denken Sie eigentlich, es gibt irgendeine Garantie, dass die von Ihnen ausgebildeten Peschmerga bei weiteren Auseinandersetzungen um Territorien im Irak eingesetzt werden? Nichts davon können Sie ausschließen, nichts davon. Und vieles davon ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es im Moment schon passiert. Und deshalb ist es verantwortungslos, deutsche Soldaten jetzt in diese Mission zu schicken. Und noch ein Wort zu den Waffen, haben Sie auch erwähnt. Wir wissen ja jetzt, dass Sie eben keine Garantie darüber haben, wo diese Waffen am Ende landen. Sie werden im Moment schon auf verschiedenen Schwarzmärkten im Nordirak zum Verkauf angeboten. Niemand von uns kann sagen, wo in den nächsten Jahren diese Waffen von wem, gegen wen zum Töten eingesetzt werden. Sie haben keine Kontrolle darüber. Und deswegen muss ich abschließend sagen, die Zwischenbilanz Ihres Einsatzes im Nordirak ist wirklich verheerend. Den Staatsverfall des Irak haben Sie weiter vorangetrieben, die Region mit weiteren 20.000 Sturmgewehren geflutet und die Peschmerga für alle schmutzigen Jobs ausgebildet. Lassen Sie es einfach sein. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland keine Waffen mehr exportieren sollte, nicht in den Nordirak, nicht in den Südirak und schon gar nicht in die Türkei. Dankeschön. Soweit Jan van Aken, der den Bundeswehreinsatz im Nordirak einen katastrophalen Fehler nannte. Nach ihm jetzt Thorsten Frey für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, Herr van Aken, dass Sie in der Tat die völlig falschen Schlussfolgerungen aus der Situation im Nordirak ziehen. Und deshalb ist es natürlich so, dass wir hier in diesem Haus über kaum ein anderes Mandat in der Vergangenheit heftiger diskutiert haben wie über die Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak und auch die anschließende Ausbildungsunterstützungsmission der Bundeswehr. Aber wenn wir heute ein Zwischenresümee ziehen müssen, dann fällt es ausnahmslos positiv aus. Im Rahmen dieser Rahmenbedingungen kann man ein positives Resümee an dieser Stelle ziehen. Weil all das, was vorgetragen worden ist, auch vor einem Jahr, dass es den IS stärkt, dass es die Zerfallskräfte im Irak stärkt, dass es rechtlich nicht legitimierbar ist und dass es politisch falsch ist, ich glaube, all das hat sich in der Zwischenzeit nicht bewahrheitet. Ich will zum Rahmen sagen, es ist richtig, dass wir als Deutsche und auch als Europäer Verantwortung in unserem unmittelbaren Umfeld übernehmen. Das stärkt im Übrigen nicht nur die Europäische Union insgesamt, sondern auch den europäischen Pfeiler in der NATO. Egal, ob das in Mali ist, ob das in Nordafrika ist, dem Nahen und dem Mittleren Osten. Es ist richtig, wie wir uns dort engagieren. Und Herr Mützenich ist ja darauf eingegangen, was unmittelbar vor Ort tatsächlich an Positivem geleistet werden konnte. Wenn man in das Endjahr, in das Spätjahr 2014 geht, da waren die Peschmerga die einzige Bastion gegen den IS. Und was haben sie erreicht? Im vergangenen November haben sie Sinjar zurückerobert. Sie haben beispielsweise die Autobahn 47 zwischen Raqqa und Tikrit
zurückerobert, die eine wichtige Logistiktrasse zwischen Irak und Syrien war. Sie haben darüber hinaus westlich von Kirkuk auch neue Pufferzonen ausgeweitet. All das war wichtig und richtig. Und auch die irakische Nationalregierung, Zentralregierung hat bedeutende Erfolge erzielt mit der Rückeroberung von Tikrit und Ramadi beispielsweise. Und auch wenn es illusorisch klingen mag, wenn al-Abadi davon spricht, bis Ende des Jahres den IS vollständig vertrieben zu haben, glaube ich schon, dass es klar ist, dass sich die Kräfteverhältnisse verändert haben. Und da wäre es zu kurz gesprungen, wenn man nur darauf guckt, dass in den vergangenen 12 Monaten der IS etwa 15% seiner Einflusssphäre verloren hat. In dieser Zeit ist auch anderes passiert. 10.000 islamistische Terroristen und dabei auch Köpfe des Terrorkalifats sind getötet worden. Finanzierungsquellen werden Stück für Stück ausgetrocknet und Nachschubwege systematisch abgeschnitten. Und es hat ja auch unmittelbare Erfolge. Man kann ja sehen, dass der IS an Schlagkraft verliert, dass er beispielsweise seine Beschäftigten nur noch den halben Sold bezahlen kann, dass er nicht mehr so viele Terrorsöldner akquirieren kann wie in der Vergangenheit. Und das Allerwichtigste, dass er ein Stück weit seinen Nimbus verliert. Den Nimbus nämlich, in der Fragilität der Region für Stabilität sorgen zu können. Und deswegen müssen wir exakt auf diesem Weg weitermachen. Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir davon sprechen, dass man weitergehen muss auf diesem Weg, dann ist es eben deshalb notwendig, weil trotz aller Erfolge der IS immer noch den Terrorismus nach Europa exportiert, weil er immer noch unsere Werte, unsere Art zu leben angreift und weil er darüber hinaus immer neue Fluchtursachen in der Region setzt. Und das kann man ja auch ganz unmittelbar sehen, dass auch das militärische Eingreifen und die Unterstützung in der Region letztlich verhindert hat, dass weitere Menschen aus dieser Region zu uns nach Europa und nach Deutschland kommen. Und es hat im Übrigen auch dazu geführt, dass man die Arbeit des UN-Flüchtlingshilfswerks entsprechend unterstützen kann und Flüchtlingscamps in der Region in relativer Stabilität auch tatsächlich betreiben kann. Das ist notwendig und wichtig. Und deshalb muss man diesen Weg weitergehen. Und ich glaube, dass ein Beitrag auch sein muss, in der Region, vor Ort, dem IS dort die Stirn zu bieten, wo er seine Wurzel hat. Und deshalb ist diese Mission und dieser Einsatz richtig. Man kann das in Kobane sehen, wo die Menschen wieder zurückkehren. Vor genau einem Jahr haben die syrischen Kurden Kobane zurückerobert. Von den 400.000 Menschen, die dort in der engeren Region leben, sind etwa 200.000 wieder zurückgekehrt. Selbst nach Sinja kehren die Menschen zurück, obwohl die Lage schwierig ist. Und das heißt doch, dass die Menschen in der Region bleiben, wenn sie nur eine Perspektive haben. Und diese Perspektive müssen wir schaffen, auch mit militärischen Beiträgen, auch um sichere Pufferzonen für die Zivilbevölkerung zu schaffen. Und Herr Mützenich, Sie haben natürlich richtigerweise auch gesagt, dass das nur ein Teil des Ganzen ist. Dazu kommen 100 Millionen humanitäre Hilfe, dazu kommen 170 Millionen Euro, die wir einsetzen, um die staatlichen Strukturen im Irak zu stärken und damit letztlich dem IS auch seinen Nährboden zu entziehen. Das ist richtig. Und man muss auf die Probleme hinweisen, was mit den Waffen passiert. Man muss sprechen mit der kurdischen Regionalregierung in Erbil und genauso deutlich mit der Zentralregierung in Bagdad, weil es nicht sein kann, dass internationale Gelder zurückgehalten werden, dass monatelang keine Gehälter bezahlt werden und dass damit natürlich auch eine Grundlage dafür geschaffen wird, dass damit Schindluder getrieben werden kann. Und ich will ein Letztes erwähnen. Wir müssen den Blick natürlich auch etwas weiter in die Zukunft richten, wenn es darum geht, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und da finde ich, hat der Minister Müller exakt das Richtige getan mit seinem 10-Punkte-Plan Cash for Work für 500.000 Menschen in der Region, letztlich die Grundlage zu schaffen, nicht nur eine Arbeits-, sondern auch eine Lebensperspektive zu bekommen. Das ist der richtige Weg. Es sind viele Punkte, die zusammenkommen müssen. Wir machen das und deswegen sollten wir diesen Weg fortsetzen. Herzlichen Dank. Thomas Frei war das für die CDU-CSU-Fraktion, der in seiner Rede ganz andere Schlüsse gezogen hat als vor ihm Jan van Aken. Er ist dafür, diesen Einsatz fortzusetzen.
Nach ihm jetzt Omid Nuripur, Bündnis 90, die Grünen. Er ist ebenfalls außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Durch ISIS ist ein Weltproblem. Und ISIS ist in den letzten 12 Monaten eher auch stärker geworden. Sie haben Territorium gewonnen in Libyen. Sie haben das Chaos des unfassbaren Krieges, allen voran zurzeit geführt von der Koalition um Saudi-Arabien in Jemen, genutzt, um dort Fuß zu fassen. Und spätestens seit Paris wissen auch alle, dass ISIS sehr aktiv netzwerkt und arbeitet in Europa. Es gibt ein Land, das eine Ausnahme bildet. Es gibt ein Land, in dem ISIS auf dem Rückzug ist, und das ist der Irak. Und dafür gibt es sehr viele, die dort gearbeitet haben. Dazu gehört auch die Region Nordirak und dazu gehört auch die kurdische Regionalregierung, denen man dafür danken muss. Und es ist auch gut, dass Deutschland dort einen Beitrag der Hilfe leisten will. Das ist überhaupt keine Frage. Die Ausbildung hat auch was gebracht. Das bestreitet niemand. Oder wir zumindest nicht. Die Frontlinie ist stabilisiert. Das hat was mit der Ausbildung zu tun. Dass Sinjar befreit worden ist, gerade auch nach der Ausbildung der jesidischen Selbstverteidigungskräfte, hat was mit der Ausbildung zu tun. Und dass es deutlich weniger Tote gibt bei den Peschmerga und bei den Jesiden, weil die Sanitätskräfte dort auch ausgebildet worden sind. Das kann man eigentlich nur richtig finden. Und dafür, finde ich, muss man auch den deutschen Soldatinnen und Soldaten, die vor Ort arbeiten, auch tatsächlich danken. Die Ausbildung ist richtig und wichtig. Dennoch haben wir letztes Jahr uns mit großer Mehrheit als Grüne enthalten. Auch dieses Jahr wird es genauso sein. Und dafür gibt es einen zentralen Grund. Die Rechtsgrundlage ist nicht richtig. Das ist bisher überhaupt gar nicht Thema gewesen. Das wundert mich schon ein bisschen. Es ist völkerrechtlich korrekt, ein solches Mandat vorzubringen. Es gibt eine Einladung der Zentralregierung aus dem Irak. Aber es reicht in Deutschland bekanntermaßen nicht. Wir haben auch noch ein Grundgesetz. Und es gibt eine klare Rechtsprechung aus Karlsruhe, die sagt, dass Einsätze nur im Rahmen der Systeme kollektiver Sicherheit erfolgen dürfen. Und Sie hatten jetzt, verehrte Bundesregierung, 12 Monate Zeit, eine solche Grundlage zu schaffen, beispielsweise indem es eine EU-Trainingsmission gibt. Sie haben stattdessen eher versucht, eine Rechtsgrundlage herbeizufantasieren. Wir hatten jetzt dieser Tage im Ausschuss einen Fall von Erklärungsversuch. Da hieß es, naja, das ist ja gar nicht notwendig, ein System kollektiver Sicherheit zu haben, weil es ja gar kein Einsatz ist. Dann frage ich mich, warum mandatieren Sie hier eigentlich? Die Antwort ist eindeutig. Es ist ein Einsatz 30 Kilometer hinter der Frontlinie von bewaffneten Soldatinnen und Soldaten. Und deshalb ist es absurd, dass Sie sich jetzt nicht um eine Rechtsgrundlage bemüht haben. Das führt uns dazu, dass wir auch dieses Jahr nicht werden zustimmen können in großer Mehrheit. Gleichzeitig gibt es natürlich auch ein politisches Umfeld. Und ja, natürlich muss man darüber reden. Man muss einfach sehen, dass mit abnehmendem militärischen Druck viele alte Gräben innerhalb der kurdischen Fraktionen aufbrechen. Das ist hochdramatisch teilweise, wenn man bedenkt, dass der Parlamentspräsident nicht mehr ins Parlament darf, dass 4 Minister ausgesperrt worden sind, dass es Parteien gibt, die große Erfolge haben bei der Wahl, die derzeit aus dem Parlament ausgeschlossen werden, dass Demonstrationen niedergeknüppelt werden, dass es sehr, sehr viele Berichte gibt, nicht nur den neuen von Amnesty International, sondern auch aus dem letzten Jahr von Human Rights Watch, in dem klar beschrieben wird, dass dort vertrieben wird, und zwar die arabische Bevölkerung vertrieben wird von Kurden. Das sind sehr, sehr starke Vorwürfe, denen man natürlich dringend nachgehen muss und die man sehr ernst nehmen muss. Und natürlich muss man auch sehen, dass die Pressefreiheit sehr, sehr stark eingeschränkt ist. Ich zitiere von einer Mail, die ich bekommen habe von einem mir bekannten Journalisten in Erbil oder aus Erbil. Der ist nämlich nicht mehr in Erbil. Ich zitiere: Ich lebe derzeit in einem Asylbewerberlager. Ich habe vor, in Deutschland zu bleiben und hier Asyl zu beantragen. Die Sicherheitskräfte der KDP griffen mein Büro und verhafteten mich. Als ich später eine Todesdrohung erhielt, habe ich den Kurdistan-Irak verlassen und bin, um mein Leben zu retten, nach Deutschland gekommen. Das ist doch ein klares Warnsignal und das verpflichtet doch, über die Missstände laut und klar zu sprechen. Nur ist das derzeit nicht sichtbar. Viele deutsche Minister sind hingefahren, waren in Erbil, ist auch richtig so, nur habe ich die klare Sprache nicht gehört. Es gibt sehr vieles, worüber man mal reden müsste. Es gibt zum Beispiel das Thema Einbindung, ist ja von Kollegen Mützenich vorhin auch angesprochen worden, die Einbindung der Peschmerga in die irakischen Sicherheitskräfte fehlt. War vor 12 Monaten genauso weit wie heute.
Nur gibt es jetzt auch noch die vielen Berichte über Sold, der nicht mehr bezahlt wird an die Peschmerga seit 5 Monaten. Die kurdische Regionalregierung ist unter immensem finanziellen Druck. Dann ist es umso wichtiger, auf die Frage der Sicherheitssektorreform zu achten. Dann ist es aber erst recht umso wichtiger, zu helfen. Ja, aber auch gleichzeitig, gerade weil es ein wichtiger Partner ist im Kampf gegen ISIS, laut und klar anzusprechen, was dort alles falsch läuft. Und es läuft verdammt viel falsch. Und darüber muss man sprechen. Und letzter Punkt, der uns letztes Jahr auch hier zur großen Diskussion geführt hat, die Frage der Waffenlieferungen. Wir haben auch innerhalb der Grünen da sehr heftig darüber gerungen. Und das ist auch richtig so bei einer so zentralen Frage. Nur ist es so, dass wenn hier diese Berichte vorliegen, wie wir sie kennen, über Schwarzmarkt, über Proliferation in einer der am meisten proliferationsgefährdetsten Gegenden der Welt, über die wir sprechen, dass man Aufklärung braucht und dass die Bundesregierung dort eine Nachweisverpflichtung hat, der sie nicht nachkommt. Es reicht nicht zu sagen, es gibt eine Endverbleibserklärung. Wir wollen die Endverbleibskontrolle sehen und wir wollen sehen, wo die Waffen geblieben sind, damit wir weiter reden können. Stattdessen läuft Frau von der Leyen weiterhin durch die Gegend und verspricht nach jeder Reise die nächste Tranche der Waffenlieferungen. So wird das nicht funktionieren. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, wenn Sie wollen, dass wir in 12 Monaten auch mit Ihnen stimmen werden. Und ich bin relativ sicher, dass wir in 12 Monaten wieder werden noch mal darüber berichten müssen. Und es ist einfach nicht fair, beispielsweise Herr ohne Kollege. Rechtsgrundlage auf Kosten der Soldatinnen und Soldaten ein solches Mandat vorzulegen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit die Kritik von Omid Nuripur, die Begründung dafür, dass sich, wie er sagte, der Großteil seiner Fraktion enthalten wird. Nächster Redner ist, während der Bundestagsvizepräsident Peter Hinze die Abgeordneten gerade noch ermahnt, sich an die vorgegebene Redezeit zu halten, jetzt Henning Otte für die CDU-CSU. Herr Präsident, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir verlängern heute das Mandat für die Ausbildungsmission im Norden Iraks. Warum bilden wir aus? Weil der furchtbare IS-Terror sonst voranschreitet, Menschen umbringt und eine ganze Region destabilisiert. Wozu bilden wir aus und wen? Wir bilden aus kurdische Kämpfer vor Ort, damit sie in die Lage versetzt werden, die eigene Heimat zu verteidigen. Was bilden wir dort aus? Wir bilden aus Sanitätsausbildung, Minenräumung, wir bilden aus Kampf und wir bilden auch aus für den Schutz. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Ausbildungsmission. Und auch, um die Fluchtursachen dort zu bekämpfen, wo sie entstehen, meine Damen und Herren. Denn wir müssen gemeinsam einen wichtigen Beitrag leisten im Kampf gegen diesen unmenschlichen IS-Terror, den sogenannten Islamistischen Staat, der im Zentrum Nordiraks und in Syrien wirkt und wie ein Franchise-System versucht, die Welt zu destabilisieren. Der IS-Terror ist eine Bedrohung für den Weltfrieden, und dem stellen wir uns auch gemeinsam entgegen, meine Damen und Herren. Es leiden insbesondere die Jesiden auch dort vor Ort. Hunderte, ja Tausende jesidische Männer sind getötet worden. Hunderte, ja Tausende, auch Frauen und Mädchen sind verschleppt worden oder getötet. Viele Mädchen sind noch in den Händen dieser Barbaren. Ich wiederhole, viele Mädchen sind noch in den Händen dieser Barbaren. Und sehr geehrter Kollege Herr van Aken, ich habe Ihnen ganz genau zugehört. Und Sie haben nicht mit einem Wort das Leid dieser Menschen angesprochen, nicht mit einem Wort das Leid dieser Menschen, nur damit Ihre Programmatik hier an diesem Pult steht. Das ist nicht Verantwortung, das ist Augenverschließen vor dem Leid vieler Menschen, und das ist nicht zu akzeptieren, meine Damen und Herren. Genau vor dieser Gewalt fliehen nämlich die Menschen, weil sie keine andere Zuflucht finden. Sie geben ihre Heimat auf. Sie kommen auch nach Deutschland, weil sie Schutz suchen. Und das stellt unsere Gesellschaft auch vor eine große Herausforderung. Der IS versucht beispielsweise in Libyen einen neuen Brückenkopf zu bilden, dort Fuß zu fassen und von dort aus über das Mittelmeer Europa auch zu destabilisieren. Das müssen wir verhindern, auch zum Schutz unseres Landes. Wir müssen uns dort engagieren, wo die Konflikte entstehen. Wir müssen dort aktiv werden, wo die Konflikte auch uns bedrohen. Sonst müssen sich noch mehr Menschen auf die Flucht machen.
Ja, es ist ein innerislamischer Konflikt, und die arabischen Staaten sind mehr denn je aufgefordert, Selbstverantwortung zu tragen. Ja, es ist ein innerislamischer Bürgerkrieg, aber es liegt auch im europäischen Interesse, es liegt insbesondere im deutschen Interesse, diesen Konflikt zu entschärfen und zu verhindern, dass sich die Lage weiter destabilisiert. Und es ist vor allem auch eine Frage der Menschlichkeit, meine Damen und Herren, Menschen zu schützen und sie nicht sterben zu lassen. Und auch deswegen helfen wir, auch deswegen erteilen wir dieses Mandat, meine Damen und Herren. Es geht auch darum, dass wir der kurdischen Peschmerga weiter beistehen, die den IS auf breiter Front zurückgedrängt haben. Und das zeigt, dass diese Strategie erfolgreich ist. Kollege Frey hat es deutlich dargestellt. Und deswegen werden wir noch mal diese Mission von 100 auf 150 deutsche Soldatinnen und Soldaten erhöhen. Und dieses Mandat ist rechtlich abgesichert. Kollege Mützenich hat es deutlich herausgestellt. Und ich sage auch an die Adresse der Grünen, es gibt immer viele Ausreden, die man suchen könnte, um nicht einem solchen Mandat zuzustimmen. Aber jetzt eine solche Position hier zu beziehen, das ist nicht Verantwortung. Wir ertüchtigen die Menschen vor Ort. Das ist nachhaltig, selbst für Stabilität in der Region zu sorgen. Das ist Nachhaltigkeit. Nicht die Ideologie, die Ihnen passt, sondern die Verantwortung. Und die Realität ist Maßstab für uns, meine Damen und Herren. Wer die Verantwortung in der Welt bejaht, der darf sich der Last, die sich daraus ergibt, nicht entziehen. Das ist ein gutes Motto, wie ich finde. Und deswegen sage ich, nicht mit erhobenem Zeigefinger an der Seitenlinie stehen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Die Union übernimmt Verantwortung mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit unserer Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und mit unseren Koalitionspartnern, allen voran Außenminister Steinmeier. Ich danke diesen Lebensrettern und ich danke vor allem der Bundeswehr als Lebensretter, die als Soldatinnen und Soldaten oft auch Mütter und Väter selbst sind, die einen Beitrag leisten zur Stabilisierung, einen Beitrag dazu leisten, damit die Menschen nicht vor diesem Terror fliehen. Und es ist auch gut, dass wir unseren Soldaten die notwendige Ausrüstung zur Verfügung stellen. 130 Milliarden Euro, hat unsere Verteidigungsministerin gesagt, ist notwendig. Wir stellen diese Mittel zur Verfügung. Sie sind Schutz für unsere Soldaten, denn die Bundeswehr ist Garant für die Sicherheit. Und wir alle haben den Auftrag, den Frieden und die Sicherheit in dieser Welt zum Nutzen der Menschen zu stabilisieren. Herzlichen Dank. Henning Otte war das für die CDU-CSU-Fraktion, deren verteidigungspolitischer Sprecher ist. Nächster und letzter Redner in dieser Aussprache ist jetzt Reinhard Brandl, CDU-CSU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Im August 2014 hatten wir uns hier in diesem Raum versammelt zu einer Sondersitzung. Wir waren damals schockiert über den Erfolg und die scheinbare Unbesiegbarkeit einer Terrororganisation IS, die damals immer mehr vom Irak nach und nach erobert hatte. Und ich erinnere mich gut, sie standen damals 40 Kilometer vor Erbil und es waren die Peschmerga-Kämpfer, die sich ihnen entgegengestellt haben, in deren Gebiet damals Zehntausende Jesiden und Christen geflohen waren. Und wir haben uns damals in einer schwierigen Abwägung und in einer sehr intensiven Debatte dafür entschieden, den Peschmerga im Kampf gegen den IS beizustehen, sie zuerst auszurüsten und danach auch auszubilden. Wohl wissend, welche Risiken damit verbunden sind, in einen laufenden Konflikt Waffen zu liefern, und wohl wissend, was für ein Risiko es auch für den Irak sein kann, wenn wir eine Gruppe in diesem fragilen Staatsgebilde plötzlich direkt unterstützen. Aber meine Damen und Herren, im Nachhinein war diese Entscheidung richtig. Erbil konnte gehalten werden. Der Mythos Unbesiegbarkeit des IS wurde gebrochen. Und nach können die Peschmerga auch weitere Gebiete zurückerobern, wie zum Beispiel die Stadt Sinjar im November 2015. All das wäre ohne die internationale und insbesondere auch die deutsche Hilfe nicht möglich gewesen. Und meine Damen und Herren, ich war wenige Monate später im letzten Jahr mit einigen Kollegen zu Gast in Erbil und habe dort mit Vertretern der
kurdischen Regionalregierung der Peschmerga und auch der Bundeswehr gesprochen. Und ich will Ihnen zwei Beispiele nennen, wie die Hilfe der Bundeswehr tatsächlich vor Ort wirkt. Erstes Beispiel. Der IS hatte damals Lastwägen voll mit Sprengstoff gepackt und mit Metallplatten notdürftig gepanzert. Und Selbstmordattentäter haben diese Fahrzeuge damals in die kurdischen Dörfer gefahren und die Stellung in der Peschmerga haben sie explodieren lassen. Die Peschmerga konnten dem nichts entgegensetzen. Sie waren dem hilflos ausgeliefert. Mit den Milan-Raketen, mit denen wir sie unterstützt haben, konnten sie nun erstmals diese Fahrzeuge auch auf Distanz bekämpfen, was zum einen die Verteidigungsfähigkeit, zum anderen aber auch die Moral der Truppe enorm erhöht hat. Zweites Beispiel. Sanitätsausbildung. Die Peschmerga haben damals sehr viele Kämpfer verloren, weil sie einfach nicht wussten, wie sie bei Verletzungen handeln sollen, wie sie beim Massenanfall von Verletzten reagieren sollen. Die Sanitätsausbildung der Bundeswehr, ganz einfache Dinge, Stillen von Blutungen zum Beispiel, hat massiv dazu beigetragen, dass deutlich weniger Opfer anfallen. Und auch das hat die Verteidigungsfähigkeit erhöht und die Moral der Truppe gestärkt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Einsatz war ein Erfolg und er war vor allem deswegen ein Erfolg in der Kombination von Waffen und Ausbildung. Ein Element alleine hätte nicht diese Wirkung gehabt und auch das können wir für zukünftige Konfliktsituationen auch mit lernen. Aber der Einsatz ist auch nur ein Mosaikstein. Ein Erfolg, aber isoliert betrachtet gar keine Lösung. Und meine Damen und Herren, wenn wir uns jetzt nur mal auf den Nordirak fokussieren, wir waren da auch bei der Regionalregierung und die sagten, ja, also klar, der Kampf gegen IS ist eines unserer Probleme, aber wir haben noch zwei viel größere Probleme. Erstens, wir sind praktisch zahlungsunfähig. Wir können unsere Kämpfer, unsere Staatsbediensteten nicht bezahlen. Und zweitens, wir wissen auch nicht, wie wir diese im Moment 350.000 Flüchtlinge, die in unserer Region sind, wie wir die tatsächlich auch versorgen sollen, vor allem auf lange Sicht. Und meine Damen und Herren, auch dafür braucht der Nordirak unsere Unterstützung. Und wir haben uns damals auch mit Vertretern von Christen und Jesiden getroffen. Und die haben uns berichtet, dass als der IS kam und sie vertrieben wurden, es ihre arabischen Nachbarn waren, die begonnen haben, ihre Häuser zu plündern. Und meine Damen und Herren, das alleine zeigt, was für eine große Aufgabe die Menschen in der Region im Hinblick auf Aussöhnung und Wiederaufbau noch vor sich haben. Und wir sollten jenseits dieses Einsatzes, auch dann, wenn die Waffen schweigen, wenn der IS besiegt ist, diese Menschen nicht vergessen. Sie sind dringend auf unsere Hilfe angewiesen. Und ich kann von unserer Fraktion aus sagen, dass wir sie nicht vergessen werden und ihnen auch dann zur Seite stehen werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Rede von Reinhard Brandl, meine Damen und Herren. Er war der letzte Redner in dieser Debatte zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Nordirak. Und auch dieser Einsatz wird, wie gerade eben schon der in Mali, jetzt namentlich abgestimmt. Und auch das wird wieder einige Minuten dauern.